Ja, hey ho Leute, ich bin's wieder, euer Basti, und ich stelle euch heute den Minecraft Snapshot 12W38A vor. Und zwar gehen wir das ganz fix durch. Das ist nicht wirklich viel, aber naja. Dieser Beacon Block oder Bacon Block, der wurde wieder etwas überarbeitet und sieht jetzt dementsprechend so aus, ne? Guckt's euch an und so, ne? Hübsch. Und ja, das was mit dem Block, es hat sich nur das Aussehen verändert und so weiter und so fort. Und man kann jetzt die Baumstämme, also die drehen sich jetzt nicht mehr, also in meine Richtung. Ich kann die ganz normal bauen. Aber wenn ich sie drehen möchte, dann muss ich einfach hier an die Seite des Blocks gehen und so machen, ne? So, dann wird er normal und wenn ich das Ganze so mache, dann wird es eben so, ne? Und dann gibt es zwei neue Mobs und im Moment habe ich auf, ich habe auf Peaceful, jetzt mache ich mal auf Easy. Eine Fledermaus, Alter, die ist so geil, gell? Ich mag die. Wuhu, Fledermaus, Mann. Okay, ich schnapp mir jetzt mal hier noch so ein Schwert und guck mal, was passiert, wenn ich eine kill. Komm mal her. Hey, hey, halt, stopp. Halt, stopp. Sitz, Mann. Hey, die sind richtig geil, Mann. Daumen hoch für die Fledermäuse, Leute. Komm her. Bleib jetzt. Ich mach das mal hier drin in dem Raum. So, zack. Ich kill dich jetzt. Ich kill dich jetzt. Was bekomme ich von dir? Hey, die sind sau schwer zu killen, Leute. So, sitz. Ja, ich habe nichts bekommen, also noch keine Erfahrung. Bin mal gespannt, was die droppen. Und dann gibt es noch die Hexe. Boah, was man mit der machen kann, das weiß ich nicht. Vielleicht handelt die irgendwann mal spezielle Sachen. Vielleicht fliegt die auch irgendwann mal auf einem Besen davon. Ich weiß es nicht. Eine Hexe und eine Fledermaus sind die neuen Mobs. Und ich muss sagen, hammergeil, ne? Guck mal, die hat sogar eine Warze auf der Nase. Aber naja, dann, oh, hat sie mich vergiftet. Oh, die kann mich sogar vergiften. Die ist auch ziemlich stark. Guck mal, wie viel die aushält. Und ja, gedroppt hat sie nur Erfahrung. Und ja, das war's mit der Snapshot. Dann haben sie noch am Command-Block was rumgedreht. Das habe ich aber nicht wirklich verstanden. Da guckt ihr am besten mal in die Beschreibung. Da ist ein Link drin mit dem Command-Block. Ist da irgendwas verbessert an den Parametern. Aber ansonsten war's das mit der Snapshot. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr am geilsten fandet. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Basti. Bis dann.